Hallihallo, meine lieben da draußen und herzlichst willkommen heute hier bei LS22 Neighbors. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie ihr seht, habe ich gerade mal meine Drohne wieder scharf gemacht. Mache ich ja hin und wieder mal. Ich muss die mal öfters einsetzen, das ist einfach so. Weil ich gucke mich ja ganz gerne mal von außen an. Das fetzt mir eigentlich auch immer mal ganz gut. So, aber nichtsdestotrotz, ich werde die Drohne jetzt gleich wieder ausschalten. Und werde jetzt gleich mal gucken, ob hier alles fertig ist. So, hier haben wir doch, glaube ich, alles durch, hä? Das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt gucken wir mal. Und zwar... So, jetzt lappen wir mal ein den Rotz. So, ich schaffe das jetzt mal schnell, ins Silo. Und dann gucken wir mal zusammen, wie viel wir im Silo Steine haben. Die verkaufen wir jetzt gleich noch an Landhandel. So. Lass uns die mal noch an Landhandel verticken. So, passt mal auf. Und zwar... Steine hier. Das müssen wir hier abstellen zum Saubermachen alles. Das weg, das weg, das weg. Zack, so. Dann schnappe ich mir jetzt mal mein Anhänger und bringe mir den Rotz rüber zum Landhandel. Das dann machen. Genau. Deine. So sehe ich, wie es ist. Der kommt nicht jeder bei rum. Aber ein Landhandel ist geholfen. Die kommen ja keine 1000 Euro zustande. Gut, fahren wir mit rüber. Wollen wir mal gucken, ob die gebrauchen können. So, mal gucken, wo die sind. Servus. Devon! Grüß dich. Bist du jetzt hier im Traktor, ja, ne? Ja. Jo, komm mal kurz mit, bitte. Ja. Ich hab was für euch.
Ah, Steine, oder? Jo, ihr seid steinreich gleich. Und zwar, pass mal auf. Ich habe dabei 4597. 4597? Ja, brauchst du irgendwie hier, da sind 25.317 Kilo. 4597. Genau. Ich muss mir bloß aufschreiben. Wo soll ich denn dir das hinkippen? Hinten in die Steinbrecher. Finde ich den? Der ist ganz hinten im Eck. Alles klar. Und hier, was krieg ich dir da dafür? Ich rechne dir das aus und sag's dir dann gleich. Jo, alles klar, ne? Was kommt ihr dort gefahren? Was kommt ihr hier gefahren? Ich muss den Rasen nehmen. So musst du den Rasen nehmen. Ist gar nicht zu gucken hier, du. Ja, das muss ich mir genau angucken, das Ding. Man nimmt hier nur ab und zu mal einen Zaun mit. Naja, das hat was mit fahren können zu tun, Thomas. Ja, LKW fahren ist einfach. Aber muss gemacht werden, das ist früher. Muss mal rasen. Oh, herrlich. Aber das Ding metert ganz schön weg, hä? Ja. Der lässt es nur irgendwie mal liegen. Wie? Hä? Ja, der lässt es liegen. Der sammelt nichts auf hier. Hä, warum? Hier liegt doch ja, nicht. Ja, aber im Tank ist nichts. Ach so? Ist wohl nur Deko hier, das war's. Aha. Meinst du, das wächst wieder? Ja, bestimmt. Also hoffen wir es mal. Alles andere wäre irgendwie blöd. Hast du dir das Ding gekauft oder was? Ja. Heute Morgen. Eieieiei, Profi-Hopper, nicht da? Ja, in schwarz. Von welcher Firma ist das? Amazone. Amazone? Sind die mit den Feldspitzen. Ja, oder hier Seemaschinen. Ja, oder die großen Seemaschinen. Na gut, alles klar. Ich mach mal weiter, hä? Jo. Tschüss. Ciao. So. Müssen wir schnell gucken hier. Manni? Ja? Ich hab's ausgerechnet. Ja, und? 920 Euro. Ja, kannst du mal machen. Brauchst du ja richtig ran? Ja. €920? Ja, ich überweise die dir. Ja, ne. Lass mit der Ruhe. Es ist schön, dass ihr das macht. Müssen wir hier gerade ein bisschen mal ein Bild machen, weißt du? Naja. So. Gut. Was willst du jetzt sagen? Weil, sag mal, wie viel machst du da Kalk damit? Mit 4000 Liter? Mit 4000? Ist nicht viel, ja? Ich schau mal kurz in meiner Produktionsübersicht. Ich mache jetzt aus 4000 Liter 16.000 Liter. Weißt du, machst aus 4000 Liter Steine? Ja. Machst du 16.000 Liter Kalk? 4000 Liter mache ich 16.000.
16.000. Und was war denn jetzt der Tonnenpreis eigentlich? Tonnenpreis pro Steine. Ja. Oder pro für den Kalk? Nee, für Steine. Steine 200. 200, ja, ich hab mir fast gedacht. Na gut, alles klar, dann wäsch erst mal Bescheid. Und sonst so, alles gut bei euch? Ja. Ja, das freut mich doch, das freut mich doch. Ups. Ich habe immer meine Taschenkettensäge dabei, weißt du? Ja. Und die nehme ich manchmal aus Versehen raus. Passiert mir auch manchmal. Das ist manchmal so. Ja, ne, fein. Das mit den Tieren hat gut geklappt, muss ich sagen. Ja, habe ich ja glaub, gleich an Thomas Lust geschickt. Sag mal, Stefan, weißt du eigentlich, was denn unten mit dem Oscar ist und mit der BGA und alles? Weißt du das? Weißt du da was? Ich weiß gerade gar nichts davon. Hm. Müsste man vielleicht mal beim Oscar anrufen. Das müsste man machen, weil das muss ja nun mal alles mit dem Gärreste-Lager und so, das muss ja nun alles mal ein bisschen in die Gänge kommen, hä? Ja, das schockt ja auch wieder komplett. Ja, das ist irgendwie komisch. Ja, ich muss mich mal anhängen, was da los ist. Ja, wegen der Dreschergemeinschaft. Ja. Muss ich schauen, wann man den Drescher überhaupt rüberfahren. Ja. Nämlich, die Halle ist voll bei uns. Ah, okay. Da steht, er muss sogar schon, müssen schon zwei Anhänger und das Fass draußen stehen. Oh, ja gut, wir hatten ja drüben bei dem Gärreste-Lager eine große Halle, ne? Ja, na gut, das Fass, das haben wir uns für einen Gülletransport. Ja. Nämlich für einen Dünger, produzieren wir mittlerweile bloß noch ausschließlich eine Gülle. Also, ja, okay. Gärreste werden gar nicht mehr genommen bei uns in der Produktion. Da habe ich die wurde ein bisschen umbaut. Mhm, okay. Also, wir dürfen die gar nicht mehr mit Gärreste betreiben. Ja, na. Okay. Und ja, jetzt fahren wir mit Gülle. Ne, sag mal, ein Zubringerfass, habt ihr das? Habt ihr, ne? Ja, das ist ja ein Zubringerfass, was da drüben steht. Unser Transportfass. Ja. Das müsste ich mir wahrscheinlich mal ausleihen, weil ich hätte nämlich jetzt schon wieder die nächste Gülle, die ich rüber kann, fahren kann in das Gärreste-Lager. Ja. Weißt du? Ja, kann ich dir mal ausleihen, wenn ich das brauche. Wir müssen mal gucken. Der Oscar muss ja eigentlich sein Zubringerfass noch da haben und da muss ja auch noch sein Güllefass da haben. Ja, das rufen wir mal bei ihm an. Ja, und das sollten wir ja eigentlich hochfahren zu der Gärreste-Sache, weißt du? Ja. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob die BGA noch läuft, aber ich meine, gut, Strom haben wir ja noch, also von daher. Ja, also bei uns haben wir aktuell nicht so viele Probleme mit dem Strom, weil wir Solaranlagen auf dem Dach haben. Ah, ach so, okay. Na, ja, weißt du, was wir machen werden? Ich werde mal nur noch fahren. Zu dem mein Hof. Ja, und ich habe gehört, die Zuckerfabrik vom Biohof, die betreibt, glaube ich, auch noch eine Turbine zum Strom erzeugen. Ach so. Ja, kann sein. Naja, den Dampf muss man ja sinnvoll nutzen. Ja, das stimmt. Ja, aber da muss ich meinen Biohof fragen, ob die überhaupt einen Generator dran haben. Ja. Ja, das stimmt auch. Na gut, wenn man es machen würde, das wäre ja ziemlich gut. Nämlich, man hat ja eh schon den Druck vom Dampf und wenn man den nicht nutzt, ja, wäre es ja sinnlos. Ja, ne, das stimmt. Na, ich werde mal mit dem Oscar quatschen. Ja. Wie der denkt, weil irgendwie müsste da ja nie einmal wiederkommen. Ja. Treffen uns heute noch eigentlich noch auf ein Bier? Können wir machen, kommst du mal rüber? Ja, ich komm mal rüber. Geht's einen Gang? Vielleicht nicht. Vielleicht nehmen wir unseren Rasen wie ein Bulldog. Ja, alles klar. So machen wir das. Gut, ich muss auch mal weiter, hä? Ja. Stefan, ich danke dir. Jo, mach's gut. Na, jo, mach's gut, ciao. Jo, dann bis später. Jo, bis später. Wann ungefähr dann? Wenn du Zeit hast, du rufst mich mal an. Vielleicht so gegen, wenn wir jetzt haben wir es 4:30, vielleicht bis um 5:30 rum oder was. Müssen wir mal gucken. Jo. Ja, rufst mich einfach nochmal an. Ja, ich ruf dich dann an. Im frühen Abend, hä? Jo.
Gut, alles klar, mach's gut. Mach's gut. So. Na, Oskar müssen wir mal anrufen. Der ist urgent, der ist überhaupt nicht in Ordnung. So, wir fahren jetzt zum Nikolas ganz schnell und sammeln dort noch ein bisschen ein paar Steine. Nikolas, der Obstmann hier. Ja. Was wollte ich jetzt gleich von dir? Achso, pass auf, ich hänge jetzt meinen Steinsammler an und komme zu dir. Ist dir das recht? Wie bitte? Ich habe gesagt, ich hänge jetzt meinen Steinsammler ran und dann komme ich zu dir. Ist dir das recht? Ja. Gut, alles klar, dann machen wir das so. Jo. Ich häng an, hä? Bis später. Jo. Ciao. Ciao. So, na seht ihr mal. Ich hab mal eigentlich den Nikolas Adleimer noch mit einladen auf ein Bierchen heute. Eigentlich könnte auch der Biohöfe mal kommen zum Bierchen hoch. Muss man dann gleich mal fragen. Die Jungs, die sind ein bisschen abgeschottet dort unten. Wow, jetzt bin ich noch ein kleines bisschen vom Weg abgekommen, ne? Jetzt werden wir aufs Handy geguckt während der Fahrt, ihr Lieben, das ist Kotze. So, jetzt müssen wir mal erst mal gucken, wo das überhaupt war. Ich denke hier immer, hä? Das müsste ja irgendwie passen, denke ich mal. Na, du alte Vorhaut, wie sieht's denn aus? Hey. Hast nicht gesehen, wie jung und dynamisch ich über die Hecke gesprungen bin? Du bist ja noch jung und dynamisch, ich kann das nicht mehr so genau. Hey, der Jüngste bin ich auch nicht mehr. So. Jo, das fällt hier, das... Hier, kannst du verkaufen, ne? An Landhandel, das weißt du. Ja, aber guck dir das mal an. Da kannst du schon fast eine Torsteinmauer draus bauen. Oh ja, das sind ja ganz schön heftige Dinger. Mal gucken, ob er das schafft. Hier, 200 kriegst du pro 1000 Liter. Pro? 1000 Liter. Ja. Also 200. Ja. Guck mal, wie viel da runterkommt. Ja, ein bisschen was kommt schon rein. Mal gucken. Na, ich fange mal an. Ich bin mal im Funk, hä? Im globalen Funk. So. Da bist du drin. Jo, bin auch da. Krise. Ja, sehr gut. So, na, nimmt's gut auf, muss ich sagen. Ja, das ist ja die Hauptsache. So, jetzt werde ich mal kurz meine Drohne scharf machen, warte mal. So. So.
Weil ich beobachte mich immer gern beim Arbeiten einmal von oben und von außen, weißt du? Und von unten. Hä? Und von unten. Ne, von unten, ne. Ah, okay. Ja, bei dir würde ich das auch bezweifeln. Sind das Häsen? Egal. So, wir marschen, bevor wir ein bisschen rundherum hier und dann geht's hin und her. Ja, kommt aber gut was rein. Ich hab schon über 500 Liter. Von der einen Spur. Meinst du, der schafft das, ihn als Anhänger hochzukippen oder müssen wir das erst im Silo tun? Das müssen wir erst im Silo tun. Ja. Oder hast du einen niedrigen Muldenanhänger? Nee. Na, dann geht's nicht. Ich hab hier die normale Ruder. Nee, das geht nicht. Ja. Ey, was habe ich da gerade mit meinen Augen gesehen? Was denn? Hoffentlich hast du jetzt nicht den Bienenstock mitgenommen. Ich habe keinen Bienenstock mitgenommen. Ja, meine Pläne. Du hattest irgendwas im Feld, was hier ein bisschen komisch war. Irgendeinen Baumstock oder so, keine Ahnung. Kann jetzt sein. Ja, ist aber so. Oder haben irgendwelche Katzen da wieder Löcher reingebuddelt? Ja, das ist möglich. Ich meine, was haben wir denn als Kinder gemacht? Ja. Da sind wir in Wälder gegangen, haben uns irgendwas gebastelt und was gesehen, ey. Genau. Nee, da hast du recht. Deswegen sehe ich das auch immer alles nicht ganz so. Ich meine, gut, wie es unten war, wo das Feld gebrannt hat, das war natürlich nicht so das Beste. Solange mir sowas wie der Ackermann-Feder nicht wieder fährt, ist alles raus. Natürlich ja. Ich auch. Ne? Das ja. Will keiner haben. Nee, Gottes Willen. War schon eine schwierige Zeit, muss man schon sagen. Ja. Aber auch emotional, sag ich mal, ne? Ja, ne, weil du ja aber auch nicht wusstest, wer war das ist und machen sie es bei anderen auch, weißt du? Das meine ich eigentlich eher. War ja der Grund, warum ich hier meine Kameras installieren lassen habe und mir eigentlich den Hund geholt habe, den habe ich wieder abgegeben. Ach so? Der ist immer weggerannt. Das ist Generve, hä? Das ist ein totales Generve. Hat ich auch. Ich hatte auch so ein... Ich hatte jetzt schon mal bessere Hunde, also der war komisch. Nee, ich hatte einen Köder, den hab ich ganz schnell wieder weggetan. Ja. War das für mich auch sowas wie so Berner Sennhund-mäßiges? Nee, auch Schwester, aber was das war. Ich bin nicht so der Hundefreund, weißt du? Ja, meiner war so ein bisschen Berner Sennhund-Style. Ach aber, so. Aber ich glaube, ein kürzeres, ey, keine Ahnung, was das war. Also hier kommt richtig was runter, das sag ich dir. Ich mach dir schon mal hier hinten den Boot hoch. Ja, ich bin auch gleich voll. Ich hab schon 77%. Du hast jetzt wie viel? Hast du 2 Runden jetzt, oder was? Ja, 2 Runden. Ja, so ordentlich. Das ist nicht ganz schlecht, muss man sagen, aber man wird natürlich mit Steinen nicht reich, ne? Das sagst du gleich. Ja. Also, wo wir gerade so ein Thema sind, ich habe vorhin ja mit Neumann geredet, weil ich mir ja hier noch die 3 Felder hole daneben an, ne? Ja. Dann habe ich das mit der 44 mal angesprochen und das wäre aber ein bisschen problematisch, weil das Wiesenfläche ist. Ja. Die 49, das wäre dann wiederum natürlich eine bessere Option, die kostet aber auch dementsprechend. Ja, ist klar. Ja. Aber ich habe dann so gesagt, aber da würde ich mich dann nochmal mit dir halt drüber unterhalten. Ja, das machen wir nochmal in Ruhe. Rücksprache halt. Ja. Machen wir auf alle Fälle mal in Ruhe. Denn, meine Lieben, wir sind auf alle Fälle jetzt schon wieder am Ende hier mit der Folge. Es ging heute ganz schnell auf einmal und ich bin auch hier schon voll und jetzt fahren wir auch schon mit den Rotz. Nein, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's immer gut, meine Lieben. Wir sind auch schon mal raus für heute. Tschüss und ciao.